Die Österreicher von Feuerzeug haben sich mit einem Star-Koch zusammengetan, um ganz besondere Chili-Kreationen zu erzeugen. Einer davon nennt sich schwarzer Knoblauch. Wie immer eine Bio-Chili-Soße, die mit eben dem schwarzen Knoblauch ist. Was das genau ist und wie die schmeckt, finden wir jetzt raus. Ja, wir schauen gleich mal auf die Inhaltsstoffe. Es ist Platz Nummer 1 Zucker, Paprika, Essig, Chili mit 11%, schwarzer Knoblauch mit 3,3%, Sojasauce, die bekanntlich aus Wasser, Sojabohnen und Salz besteht, Olivenöl, Gewürze und Salz. Zucker ist ja wirklich 44,8 Gramm drinnen auf 100 Gramm. Das sind 110 Gramm insgesamt. Also da ist schon relativ viel Zucker drinnen. Und eben dieser berühmte schwarze Knoblauch. Was ist schwarzer Knoblauch? Der wird tatsächlich schwarz, weil der wird fermentiert. Und was ich auf der Website gesehen habe, mindestens 3 Wochen lang, glaube ich. Und dadurch verändert der Knoblauch seinen Geschmack. Der verliert eigentlich dieses typisch Knoblauchige und wird dann eher süßlich, könnte man schon fast sagen. Das nennt man auch den Meillard-Effekt. Ich hoffe, ich habe das Wort jetzt richtig ausgesprochen. Ich habe nie Französisch gehabt. Schauen wir uns mal den Geruch an. Einmal gut schütteln, dann hier aufmachen. Weg damit. Habe ich noch was übersehen? Naja, wir sind bei 3 von 5 Pyramidenzacken von der Schärfe. Also ist sicher nicht zu scharf. Nennt sich auch die Bruchstücke Special Edition. Hier nochmal schön mit dem Knoblauch drauf. Schönes Etikett. Schwarzer Knoblauch. Wie riecht es? Nicht nach Knoblauch, wenn man zuerst mal denken würde, sondern eher so, was erinnert mich das? Der Paprika kommt auf jeden Fall, ein gemüsiger Duft, Paprikaduft. Leicht ins Süßliche gehen schon, merkt man auch, aber eher so eine Balsamico-Süße, so eine fermentierte Süße. Spannend. Geschüttelt habe ich es? Ja, geschüttelt habe ich es. Schauen wir mal, wie es aussieht. Ich zoome gleich mal hier rein. Keine Verdickungsmittel drinnen, aber ja, schon eine cremige Substanz. Kann man nicht mehr viel erkennen, ist gut durchgearbeitet worden. Da kann man immer ganz kleine Stückchen erkennen. Großes ist hier nicht mehr drinnen. Schauen wir mal auf die Flasche. Durch das große Etikett sieht man nicht viel. Naja, wir sind ja hier wegen dem Geschmack. Das ist für uns das Wichtigste. Geschmack ist immer auch wichtiger als die Schärfe. Wir sind ja schließlich unserer Schärfe-Pubertät schon entwachsen. Mittlerweile kommt es auf den Geschmack an und nicht nur, wie viele Millionen Scoville irgendwas hat. Oh wow, okay. Also gleich am Anfang hat man sofort diese Süße. Ist klar, wenn da Hälfte ungefähr Zucker drin ist, nicht ganz, aber fast. Dann gefolgt von einer ganz leichten Schärfe, die sich so hinten anpirscht. Wie so ein Schärfejäger auf der Jagd kommt sie dann plötzlich von hinten an, dominiert aber nicht, dominiert nicht. Die Süße, das bisschen klebrige bleibt im Mund, ist aber jetzt auch nicht so süß, wie man es gleich glauben würde, wenn man denkt, da ist fast die Hälfte Zucker drin. Da muss ich jetzt nochmal gleich mal mehr kosten. Das ist interessant. Das ist interessant. Da tut sich auf jeden Fall noch was auf der Zunge. Dann nehme ich mal auch ein bisschen mehr jetzt. Na, komm raus hier. Tak, 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 tak. Damit wir das auch mal schön im Mund drinnen lassen. Mal was ganz anderes. Wow. Anzeichen von Balsamico-Essig. Der Knoblauch, wirklich, auch wenn schwarzer Knoblauch draufsteht, das ist nicht dieser Knoblauchgeschmack, den du dir vielleicht kennst von normalem Knoblauchöl. Knoblauch wird ja auch so oft in Chilisoßen verwendet. Das ist ja auch ein tolles Lebensmittel.
Hier hat aber eine ganz andere Facette, die sich hier zeigt. Eben durch dieses Fermentieren, durch das lange. Ganz eine leichte Schärfe, also ruhig auch für Schärfeanfänger diese Sauce. Cremig. Lecker. Den Paprika, den ich vorher ein bisschen gerochen habe, kommt gar nicht mehr so stark durch. Die Sojasauce unterstützt das Ganze ein bisschen. Diesen Geschmack von Soja. Also sehr abwechslungsreich. Also ich überlege jetzt schon die ganze Zeit, wo ich die dazu essen würde. Also hier, da würde ich auf jeden Fall empfehlen, lass da die Hot Sauce den Star of the Show sein. Also hier würde ich das nicht irgendwie in Chili reinpacken oder so oder irgendein ein Curry oder so, da geht das unter. Die muss rausstechen. Ich könnte mir das interessanterweise zum Sushi vorstellen, zum rohen Fisch. Ich könnte mir das vorstellen zu einem Salat. Ja, also das muss ich auf jeden Fall probieren. Statt dem Balsamico-Essig oder statt dem Essig hier einfach mal mit dem arbeiten. Weil eigentlich hast du alles drin. Du hast Olivenöl drinnen, du hast den Essig drinnen, du hast eine Sojasauce drinnen. Also ich könnte mir das auf einem frischen Salat richtig gut vorstellen. Muss ich unbedingt kosten. Wow. Selten, dass ich mal so eine Soße habe, die so interessant ist. Ich habe das auch noch nie vorher so gesehen. Ich glaube, das ist eine tolle Kombination, die die Mühlviertler da aus Oberösterreich gemacht haben mit dieser Flasche. Wenn du so mal die Standards alle zu Hause hast, dann was Chilisoßen so hergibt mit deinen Habaneros und normalen Chilisoßen und Jalapenos und mal auf der Suche nach etwas Außergewöhnlichem bist, mal etwas, wo du vielleicht deine Hot Sauce-Freunde, deine Schärfe-Freunde auch ein bisschen überraschen kannst, dann würde ich sagen, hol dir mal so ein Fläschchen, von dem kostet, glaube ich, 12 Euro in ihrem Online-Job. Da hast du auf jeden Fall eine interessante Gesprächs- und interessante Geschmacksbasis, die du dir nach Hause holst und mit denen deine Freunde sicher Spaß haben kannst. Also, schwarzer Knoblauch, Bio-Chili-Sauce, es ist natürlich auch Bio und regional bei denen, das ist immer super bei den Feuerzeugleuten, macht auf jeden Fall Spaß. Wenn dir Chilis Spaß machen, wenn dir Schärfe Spaß macht, dann würde ich mich total freuen, wenn du mir ein Abo dalässt und ich freue mich auch schon auf die nächsten Verkostungen mit dir. Bis dahin, bleib würzig, Matthias.